Ich kenne Christen, Denominationen oder Gemeinden, die Folgendes sagen. Du musst 12 Jahre alt sein, um getauft zu werden. Haben sie eine biblische Grundlage? Nein. Sie haben eine Bibelgeschichte, aber sie haben keine biblische Grundlage. Warum glaube ich nicht, dass man dafür eine Altersgrenze festlegen kann? Taufe hat zunächst einmal nichts mit dem Alter zu tun, sie hat etwas mit dem Glauben zu tun. Wenn du vielleicht 5 Jahre alt bist und du wirklich verstanden hast, dass du ein Sünder bist und in die Hölle kommst, und du weißt, dass du Jesus brauchst, um dich zu retten, put your faith into Jesus, und du deinen Glauben in Jesus legst, can be baptized. Kannst du getauft werden. Das jüngste Kind, das ich je getauft habe, war, glaube ich, entweder 4 oder 5 Jahre alt. Here's what I always do. Ich mache das immer so. I say, I will not take responsibility over your child's spiritual life. You as parents have to do that. Ich sage, ich übernehme keine Verantwortung für das geistliche Leben. Das müsst ihr als Eltern tun. I prefer if the parents baptize this child. Ich ziehe es vor, dass die Eltern das Kind taufen. But sometimes parents, they came to me and says, look, our child has read your book about heaven, our child loves you and loves the book. What do you do as a favor? Manchmal kommen die Eltern zu mir und sagen, schau mal, unser Kind hat dein Buch über den Himmel gelesen. Das Kind liebt dich, liebt das Buch. Würdest du uns diesen Gefallen tun? Würdest du unser Kind taufen? I say, sure. Ich sage, klar. Remember, you're responsible for the child. Vergesst aber nicht, ihr seid für euer Kind verantwortlich. Ich glaube also nicht, dass man eine Altersgrenze festlegen kann, denn das Alter ist keine Bedingung. Die Bedingung ist, dass du wirklich verstehst, dass du verloren bist und dass du Jesus wirklich als denjenigen angenommen hast, der dich gerettet hat und jetzt dein Herr ist. Manche Leute sagen, aber ein Kind kann das noch gar nicht richtig begreifen. Ich sage dir mal was. Ich bin 61 Jahre alt und bin seit 54 Jahren Christ. Dennoch verstehe ich den neuen Bund noch nicht ganz, noch nicht vollständig. Unsere Offenbarung und Erkenntnis wachsen, je länger wir mit Jesus unterwegs sind. Ich persönlich glaube, dass selbst in der Ewigkeit im Himmel es weiter zunehmen wird. Die Frage ist, hat dieses Kind verstanden? Es geht also nicht um die volle Offenbarung. Hat es verstanden, dass es ein verlorener Sünder war und nun durch das Opfer Jesu gerettet ist? Aber etwas anderes brachte mich zum Umdenken. Ich dachte früher, dass man kleine Kinder nicht taufen darf. Ich habe einen Freund, dessen Tochter den Heiligen Geist hatte und im Alter von 5 Jahren in Zungen sprach. Ich dachte Folgendes. Wenn Jesus sie mit dem Heiligen Geist tauft, wer sind wir, dass wir sie nicht im Wasser taufen? Also machen wir uns jetzt selbst besser als Jesus? So this is for me an important thing. Deshalb ist das für mich etwas Wichtiges. Now, I always tell parents, don't pressurize your child to get baptized. Ich sage den Eltern, setzt euer Kind nicht unter Druck, sich taufen zu lassen. You should not pressurize adults to get baptized. Genauso sollten wir auch Erwachsene nicht unter Druck setzen, sich taufen zu lassen. When I baptize people, wenn ich jemanden taufe, stelle ich immer 2 Fragen, ohne die ich niemanden taufen würde. I look people into their eyes and I say, ich schaue den Menschen in die Augen und frage, is it your own personal free will decision to be baptized today? Ist es dein eigener freier Wille, heute getauft zu werden? Why do I do that? Warum mache ich das? Because I've met so many Christians all over the world that says, you know, I didn't really want to get baptized. My pastor pressurized me.
My friend, my parent. Ich habe schon so viele Christen auf der Welt getroffen, die gesagt haben, ich wollte mich eigentlich nicht taufen lassen, aber Leute setzten mich unter Druck. So wie du dich persönlich dafür entscheiden musst, Jesus zu deinem Herrn zu machen, musst du dich auch persönlich dafür entscheiden, getauft zu werden. Also taufe ich sie, nachdem sie mir diese Frage beantwortet haben, damit niemand sagen kann, Reinhard hat mich zur Taufe gedrängt. Die zweite Sache, die ich mache, ist, während ich ihnen in die Augen schaue, frage ich, hast du wirklich Jesus Christus angenommen als deinen einzigen Herrn und Retter durch den Glauben? Die Leute sagen ja. Dann sage ich einfach, ich taufe dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, im Namen Jesus, wusch, ins Wasser. Das sind nur ein paar praktische Dinge. Denk daran. Eine letzte Frage noch, denn viele Leute werden diese Frage stellen. Ich bin sicher, wenn man dieses Video anschaut, wird diese Frage kommen. Reinhard, ich wurde vor 5, vor 10, vor 20 Jahren getauft. I did not understand the new covenant. Ich verstand den neuen Bund nicht. I did not understand that baptism means Jesus is my Lord. Ich verstand nicht, dass Taufe bedeutet, Jesus ist mein Herr. Die Gemeinde sagte, dass ich nicht Teil von ihnen sein kann, wenn ich nicht getauft bin. But I followed what they told me to do. Ich verstand absolut nichts. Ich tat einfach, was sie von mir verlangten. I have to get baptized again. Muss ich mich nochmal taufen lassen? Tausendmal wurde mir diese Frage gestellt. Always give the same answer. Immer gebe ich dieselbe Antwort. Look, it's a matter of your own conscience. Es ist eine Frage deines Gewissens. If you have been baptized in the name of Jesus, wenn du im Namen Jesu getauft wurdest, yet you did not understand really what's going on, aber nicht wirklich verstanden hast, worum es dabei ging, then you have to ask yourself this question. Dann musst du dir diese Frage stellen. Am I in peace or am I not in peace? Habe ich Frieden oder habe ich keinen Frieden? Wenn du Frieden hast und sagst, ich verstand es nicht, aber jetzt verstehe ich es, Jesus ist mein Herr. Stay in peace. Bleib in Frieden. Act according to your conscience. Handle nach deinem Gewissen. If you say, aber wenn du sagst, you know, I didn't understand anything. Ich verstand überhaupt nichts. I just really decided to be baptized now that I have this understanding. Ich möchte mich jetzt wirklich taufen lassen, nachdem ich diese Erkenntnis gewonnen habe. So, then go and get baptized again. Wenn das dein Herzenswunsch ist, dann geh und lass dich noch einmal taufen. Just don't make your conscience the standard for other people. Aber mach dein Gewissen nicht zum Maßstab für andere Menschen. Who are completely at peace and I say, remain at peace. Es gibt Menschen, die völlig im Frieden sind und ich sage, bleib im Frieden. Others who are not in peace and say, I want to get baptized. Well, then come on, let's get into the water. Den anderen, die nicht im Frieden sind und sagen, ich will mich taufen lassen, sage ich, komm, ab ins Wasser. Wann werden wir es lernen, die Menschen in Frieden zu lassen und ihnen erlauben, nach ihrem Gewissen zu handeln? So guys, we did a series about baptism. Wir haben eine Serie über Taufen gemacht. Longer than I thought it would be. Länger als ich dachte. I hope you enjoyed it. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. It is such an incredible honor to teach you people. Es ist eine besondere Ehre, euch zu lehren. I'm really thankful the Lord allows us to do this. Ich bin so dankbar, dass der Herr uns das ermöglicht. You did a good job, Daniel. Du hast gute Arbeit geleistet, Thank Daniel. You so much. Danke. We'll see you guys next time. Bis zum nächsten Mal. Hallo, meine lieben Freunde. Wenn euch dieser YouTube-Video gefallen hat, wenn ihr Dinge gelernt habt, wenn Gott euch dadurch berühren konnte und euch etwas mitteilen konnte. Und wenn ihr euch vielleicht fragt, gibt es andere Dinge, ist das alles, was hier von unserem Dienst vermittelt wird und weitergelehrt wird, dann möchte ich einfach nur darauf hinweisen, wir haben noch viele andere Dinge. Wir haben zum Beispiel ein Mentoring-Programm, wo jede Woche zwei ganz spezielle Lektionen nur aufgenommen werden für das Mentoring, wo es eine ganze Gemeinschaft gibt. Wir nennen uns die Gemeinschaft ohne Beschränkungen, wo es 12-mal im Jahr 3-stündige Zoom-Meeting gibt, Live-Interaction mit den Leuten, die Teil des Mentorings sind. Wir haben auch ein wunderbares, großes Waisenhaus-Projekt. Wir haben einen Verein, Brazilian Kids Care. Wir haben auch
ganz tolle andere Ressourcen, wie zum Beispiel eine Schule des prophetischen Übernatürlichen, auch jetzt in Deutsch. Wir haben auch dann einen Kurs aufgenommen, speziell über die, wie man in perfekter, vollkommener Liebe wandeln kann. Wir haben Bücher auf Deutsch. Ich weiß gar nicht, wie viele meiner Bücher schon auf Deutsch übersetzt worden sind. Ich denke, 13 oder 14 sind es schon bestimmt übersetzt worden sind. Wenn du Interesse hast, einfach zu erfahren, was es sonst alles noch von mir gibt, klick einfach auf diesen Link und dann wirst du weitergeleitet auf unsere deutsche Seite, wo du sehen kannst, was es alles noch gibt. Herzlichen Dank fürs Anschauen und tschüss.